Ganz neu denken, Dinge voranbringen, auch mal anecken. Das will Shermin Woschimgir. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin, geboren im Iran, aufgewachsen in Wien, jetzt Berlin. Ein kreativer Ort, wo vieles möglich ist. Vor allem auch andere, ungewöhnliche Gedanken. In einem sogenannten Coworking Space arbeitet sie zusammen mit Startups, die neue digitale Technologien entwickeln. Neuanfang fällt mir nicht mehr schwer. Und irgendwie scheine ich die Brüche zu suchen und vielleicht liegt das auch daran, dass ich bin halt ein Diaspora-Kind und meine Eltern mussten, als ich 4 Jahre alt war, ihr Land verlassen. Und vielleicht hat sich das emotional irgendwie fortgepflanzt. Mich treibt die Neugier. Ich muss Dinge verstehen und die einzige Art, sie zu verstehen, ist, sie zu machen. Und deswegen mache ich auch alle 2, 3 Jahre was komplett Neues. Aktuell ist Shermin Woschimgirs Thema Blockchain. Eine Technologie, die viele noch nicht verstehen, von der sie aber glaubt, dass sie die Welt verändern wird. Blockchain ist im Grunde ein neues Betriebssystem, auf dem Anwendungen laufen können, wie zum Beispiel Bitcoin, eine Kryptowährung. Banken und Versicherungen könnten in Zukunft überflüssig werden. Denn Blockchain ist ein dezentrales Computernetzwerk, in dem verschlüsselte Daten von den Nutzern ins Internet gestellt werden. Alle Computer im Netzwerk erhalten eine identische Kopie. So entsteht eine Kette von Datensätzen, mit der sich Transaktionen abwickeln lassen. Wenn ich heute Ihnen Geld schicken würde, wir haben uns vorhin erst kennengelernt, das heißt, eigentlich kenne ich Sie nicht und ich vertraue Ihnen auch nicht. Ich würde das nur durch eine zentrale Instanz wie eine Bank oder andere Provider wie PayPal, sind ja auch Banken, oder Kreditkartenfirmen oder so MoneyGram und so machen. Und heute ist das möglich, dass ich Ihnen direkt Geld schicke und wir brauchen keine zentrale Instanz. Das Blockchain-Protokoll, der Code und das dezentrale Netzwerk haben einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass ich, ohne dass ich Sie kenne, trotzdem darauf vertrauen kann, dass das Geld wirklich bei Ihnen ankommt. Und Sie können mir vertrauen oder Sie können darauf vertrauen, dass die Bitcoins, die ich Ihnen geschickt habe, dass ich die auch wirklich habe. Das heißt, wir brauchen keine zentralen Instanzen mehr, sondern Transaktionen werden per Mehrheitsabstimmung des Systems auf ihre Richtigkeit geprüft und wenn sie richtig sind, automatisch ausgeführt. Wien ist die Heimatstadt von Shermin Woschimgir. Als Kind kam sie mit ihren Eltern aus dem Iran nach Österreich. Jetzt pendelt sie zwischen Berlin und Wien. Die Informatikerin hat sich schon daran gewöhnt, dass die meisten Leute sie nicht verstehen, wenn sie über die Veränderungen des digitalen Wandels spricht. Als wir zum ersten Mal E-Mail verwendet haben und zum ersten Mal vielleicht im Web gesurft sind, da haben wir uns noch nicht vorstellen können, was für andere Möglichkeiten uns das Internet bringen wird, dass wir mal soziale Netzwerke haben. Ich kann jetzt erzählen, was ich will, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen Schwierigkeit haben, sich eine andere Welt vorzustellen, als das, was gerade Status Quo ist. Weil die meisten eh glauben, dass ich Voodoo erzähle. Ja, sie können sich nicht vorstellen. Ne? Auch große Unternehmen haben bei der Digitalisierung noch jede Menge Nachholbedarf. Wie zum Beispiel Unica, die größte österreichische Versicherung. Sie hat deshalb Shermin Woschimgir eingeladen. Und hier wollen sie vor allem eins wissen. Bedroht die neue Technologie ihr Geschäftsmodell oder lässt sich damit Geld verdienen? Startups werden engagiert und Blockchain-Expertinnen wie sie. Vor 2 Jahren bin ich in ein Unternehmen gegangen, habe Vorträge gehalten und mal die Grundlagen erklärt. Jetzt 2018 sind wir schon so weit, dass die Firmen sich mit dem Thema mehr oder weniger auseinandergesetzt haben. Sie haben einen groben Überblick, aber im Detail, der Hund liegt im Detail, wie immer. In der Wissenschaft dagegen ist Blockchain schon angekommen. Die Wirtschaftsuniversität Wien hat gerade ein neues Forschungsinstitut für Kryptoökonomie gegründet. Shermin Woschimgir soll es leiten.
Digitalwährungen, Staaten ohne Beamte und Verträge ohne Juristen, möglich ist vieles. Doch an ihrem neuen Institut will sie auch die Schattenseiten der neuen Technologie erforschen. Das ist eine sehr mächtige Technologie, die noch andere Technologien auslösen wird. Wir können diese Technologie als universelle Befreiungsmaschine verwenden, damit wir eine bessere, dezentralere Gesellschaft mit weniger Bürokratie kreieren, die einer globalen Welt gerechter wird. Wenn wir es nicht richtig gestalten, können wir mit derselben Technologie auch eine universelle Kontrollmaschine schaffen. Und um das nicht zu tun, müssen wir uns auch wirklich mit allen aus allen Blickwinkeln mit dieser Technologie auseinandersetzen. Bis jetzt lassen sich viele Veränderungen nur erahnen. Je komplizierter digitale Technologien sind, desto schwerer lassen sich die Folgen abschätzen.